So. Mario ist müde und ich kann es ihm nicht verdenken, weil das nächste, was jetzt ansteht, es ist ein ziemlich einfacher Stern, aber ich habe es ja schon im letzten Part erwähnt. Oh Junge, wie soll man darauf kommen? Das ominöse UFO, wo ich mich schon mal gefragt habe, ja, wie soll man denn da an das UFO kommen? Normalerweise wäre die Überlegung, wir rennen da hinten hin, zu diesem UFO da hinten, aber da kommt man ja nicht ran. Also, wie kommt man an das UFO? Was macht am meisten Sinn für euch, hm? Ich habe schon wieder Magenkrämpfe, ich scheißen muss. Jetzt mal die Frage, wenn ihr irgendwo in einer Raumbasis seid und ihr wisst, hoppla, da ist ein verdammtes UFO, wo du hin musst, wo würdet ihr euch als erstes hinwenden? Na, kommt ihr drauf? Na, ich sag's euch gleich mal. Moment. Muss ich nur gerade mal hier hoch. Leute, seid ihr noch überhaupt da? Ja. Okay, ja, alles klar. Ihr seid nur gespannt. Es ist gut. Ihr sollt gespannt sein. Holy shit. Oh, das war aber... Das war aber ein sehr schöner Schuss. Nee, natürlich, die Antwort ist ganz klar offenkundig, nämlich ihr geht einfach auf diese Heli-Plattform drauf und dann bleibt ihr stehen und teleportiert euch. Yeah! Das macht am meisten Sinn. So, das habe ich mir nicht ausgedacht, das sieht man gerade im Video. Das funktioniert halt tatsächlich. Und dann springt man unlogisch über irgendwelche dummen Kistenparcours, die ich schon bei Vordude gehasst habe. Vor allem ein Kistenparcours, weil man kann sich auf einer Kiste ja so schön festhalten. Und man kann dabei nie einschätzen, wie weit man da letztendlich springen muss. Wow. Auf einigen Kisten muss man mehr springen, auf anderen weniger. Sehr gutes Map-Design. Sehr gut. So mag ich das. Danke, danke. Davon bitte mehr. Okay. Und das Geilste ist natürlich, muss alles bitte schön in einem Rutsch sein, weil sonst haben wir ein leichtes Safe-State-Problem. Deswegen wird es sehr viele Fails geben bei dieser Passage. Und wieder mal tot. Aber gut, irgendwie musste ja auch der Schalter in Aktion treten und die ganzen Kisten, die dann gespawnt werden. Das ist für mich leider kein Puzzle mehr, das ist einfach nur noch reine Schikane und Tortur. Besonders wenn die Kamera sich dann dreht. Danke Kamera, das habe ich gebraucht. Könnt ihr ja irgendwas Cooles vorschlagen? Ich bin gerade mit den Nerven hier ein bisschen am Ende. Das ist echt etwas unschön. Aber gut, es ist jetzt auch gerade nachts um 12 Uhr, wo wir gerade aufnehmen. Also es ist schon jetzt nicht gerade eine angenehme Uhrzeit. Das ist immer noch kacke. Okay, ja gut, das kann ich jetzt nicht abnehmen, muss ich sagen. Das Schlimme bei diesem Hack, muss ich jetzt mal an dieser Stelle offen sagen, ist ja, es ist ja noch nicht mal das Erstlingswerk. Also, es ist ja gut und... Diese verdammte Distanz, Mann! Ah. Nein! Hat es zweimal gut geklappt und dann bist du gleich wieder ganz am Anfang. Oh, nein, nein, nein. Kack. Versaved. Das kann mal vorkommen. Mann, ey. Ich muss also, in weniger als 5 Stunden wieder aufstehen. Jo, kein Thema. Da kannst zurück gerne gehen, wenn du möchtest. Also wird ja niemand gezwungen, hier zu bleiben. Ja, ich gehe dann okay. Mal auch. Ich okay, gehe jetzt ja. Mal vorm Klo. Tschüss. Jo, bis dann. Genau. Tschüss. Ich muss es wirklich kacken. Okay, cool. Damit bin ich mit Gameboy jetzt alleine. Echt? Niemand ja. Da sind? Niemand anders da, außer dir, Gameboy. Wir müssen jetzt hier dieses blöde UFO lösen. Ja, ja, es ist halt echt oh shit gerade. Dieses blöde UFO müssen wir lösen. Das nur, weil ich mich einmal kurz versafe-stated habe. Ja, bei UFOs kann eigentlich nur die XCOM helfen noch. Ja, oh, 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 okay. Aber,
Kaum sind die anderen weg, schaffe ich es jetzt sogar zum gewissen Teil. Jetzt. Jetzt gilt's. Ich bin fast am Stern angelangt. Also jetzt sind wir nicht mehr auf dem UFO. Jetzt sind wir tatsächlich beim Stern. Und wir haben ihn. Das war doch stressfreier als erwartet. Damit sind wir bei 36 Sternen und haben, glaube ich, Kurs 5 auch endgültig abgeschlossen. Gott sei Dank, denn das war tatsächlich ein sehr schrecklicher Kurs gewesen. Also ich fand den nicht so schön, Gameboy. Es war sehr unschön gewesen. Naja. Aber gut, jetzt haben wir 36 Sterne. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit 36 Sternen, Gameboy? Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was wir jetzt mit so vielen Sternen machen. Ja. Aber da unten... Oder sogar, wie es wohl schmeckt, neidisch. Aber wir haben hier noch eine Tür und da sind 25 Sterne hierfür gebraucht. Also, werden hierfür gebraucht. Was machen wir da? Gehen wir da rein? Dann gehen wir mal rein. Holy shit. Und wir haben wieder ein Lavaland hier. Oh, Junge. Das macht ja Spaß. Das ist aber so ein merkwürdiges Lavaland. Das hat irgendwie so eine Holztextur. Meinst du, hier gibt es Holzlava? Also, so Lava, die gegen Holz immun ist, oder? Oh shit, hier wird irgendeine Bowser-Musik abgespielt. I heard that you can find 3 stars in this area. Ah, das ist nett. Das ist natürlich nett zu wissen. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr zu den ganzen Kursen, glaube ich, sondern jetzt kommen wir tatsächlich nur zu diesen paar netten Kursen, so, die einfach nur ein paar wenige Sterne haben. Dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist aus New Super Mario Bros. Das Bowser-Theme, also vom Schloss. Das ist schon interessant. Was hab ich denn? Okay. Ich habe irgendwas aktiviert, Gameboy. Das macht mir Angst. Heftig. Okay, also es gibt schon mal einen roten Münster. Ionenkanone ist. Ja, oh shit, aber wo du gerade von Kanonen sprichst, hier sind Bullet Bills platziert. Heftig. Haben gerade 2 auf mich geschossen. Und jetzt bin ich gerade im Inneren von etwas, was wie eine Festung aussieht. Oh Junge. Oh, und eine neue Funktion. Ich weiß wieder, wie das funktioniert. Das ist fast schon so ein bisschen wie in Super Mario World. Mit diesen ganzen Gimmicks. Nur, dass es nicht Super Mario World ist. Beziehungsweise ist es doch ein bisschen wie Galaxy. Oh shit, und jetzt mache ich gerade hahaha, weil Mario sich den Arsch abplacht, wenn er sich, alles verbrennt. Oh shit. Hätte ich vielleicht auf der anderen Seite mal abspeichern müssen. Wir können ja mal die Gegend inspizieren. Ich glaube, wir müssen hier hoch, um da einen Stern zu bekommen. Und, oh Gott, aber rote Münzen sind hier auch noch. Oh Junge, Gameboy. Was haben wir uns dabei nur gedacht? Also hier könnte der Sternenschnitt gewaltig sinken. Wenn das schon so aussieht am Anfang. Was meinst du, wie es dann am Ende aussehen wird? Nicht sehr gut gerade. Oh shit. Jetzt stelle ich mich gerade schlechter und schlechter an. Das ist kein gutes Zeichen. Jetzt stelle ich mich wieder blöd bei den Wandsprüngen an. Was ist denn da los? So's. Könnte natürlich auch klappen, aber ich glaube, hier ist diese Lösung gefragt. Genau. Die Lösung war fast richtig, glaube ich. Nein. Was habe ich denn da gemacht? Okay. Da war das gefragt. Hmm.
Ja, jetzt fängt der Hack langsam an, die Phase zu gehen, wo nur noch safe-stated werden muss. Das ist für den Zuschauer vielleicht gar nicht mal so schön. Was kann man da machen? Aber wir haben ja noch ein bisschen Fläche, mit der wir arbeiten können. Die Lakito-Kamera möchte nicht. Das ist auch ein Problem gerade. Ah, so geht es. Okay, alles klar. Dann sind wir auch hier wieder ein Stückchen weiter und jetzt kommen hier... jetzt kommen hier wieder Wandsprünge. Nein! Das solltest du doch nicht machen, Mario. Nein. Ja, und ich glaube, ich muss dich jetzt hier auch im Stich lassen. Oh je, alle lassen mich hier im Bowserland im Stich. Aber das macht nichts, Gameboy. Du hast tapfer durchgehalten. Finde ich gut. Du bist okay. Der letzte Treusoldat. Der hier noch seine Wache hielt. Oh je. Gameboy, wo soll das alles noch hinführen? Das weiß ich leider auch nicht. Oh, ich habe hier aber die Checkpoint-Flagge gefunden. Also das darfst du noch miterleben. Okay, es gibt noch irgendwas mit Reset-Point. Finde ich lustig. Interessant. Oh fuck, da hatte ich gerade die Funktion vergessen gehabt. Aber okay. Haben wir zumindest die Reset-Flagge mal kennengelernt. Und ja, dann wünsch dir noch eine gute Nacht, Gameboy. Ja, gute Nacht. Ciao. Jo. Ja, Leute, jetzt sind wir alleine auf uns gestellt. Ganz ohne Gameboy. Mit einem Sniffet. Diesen widerlichen Flammenwerfern von Bowser. Von Bowser, besser gesagt. Oh, shit. Dieser Bullet Bill, der ist aber ganz schön heftig hier gerade... lang gekommen. Heieieiei. Oh Gott. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Vor allem, wir wissen ja nicht, wo die uns hinschleudern, diese ganzen Dinge. Jetzt sind diese ganzen Mechaniken ein bisschen verwirrend. Aber, oh, das sieht aber lustig aus. Diesen Kugeln. Die waren ja mal ganz witzig. Im ersten... Level von Bombs, Bombenberg. Hohohoho. Das war jetzt übrigens gerade unnötig, aber wir wollen es ja ein bisschen spannend halten. Ja, wir machen mal hier ein. Oh Gott. Ich glaube, ich hätte hier vielleicht ein paar rote Münzen noch einsammeln müssen. So, das scheint. Nehmen wir lieber mal den Weg. Mal gucken. Ob ich den Hack zu 100% mache, weiß ich jetzt tatsächlich wirklich nicht, wenn ich diesen Level hier sehe. Das ist ja fast schon so schlimm wie die Luminiumsphäre. Wobei die Luminiumsphäre ist vielleicht nochmal... Na, wobei, würde ich noch nicht mal sagen, dass die schlimmer ist. Ich glaube, da ist der Hack hier dann doch nochmal eine Kragenweite schlimmer. Oh shit, gibt's hier einen Bowser-Fight? Oh Gott, es ist Bowser! Oh Gott, ein Gameboy hat ihn verpasst. Mario, what are you doing here? Can't you see that I'm busy? Well, that doesn't matter. Enjoy this lame, typical edited fight. The winner takes the key. Okay, alles klar, Bowser macht... Wow, oh shit. Ist auch noch der zweite... Oh, was? Nein. Das ist irgendeine Musik aus Super... also Mario und Luigi. Okay. Okay.
Saddam Gaybau sehr. War jetzt aber nicht so gut. Oh Gott. Mann, warum müssen alle bei Klügerlord kopieren? Bei ihren blöden Scheißex! Oh! Na, das ging doch noch. Okay, alles klar, du bist als possible. I'm done with you for now. Bla, okay. Ja, danke, Bowser. Bwahahaha. Danke! Ich find's trotzdem unschön. Ich habe zwar einen Schlüssel erhalten, aber da sind 3 Sterne in dem Level. Floating Lava Spire Clear. Schön. Da fehlen aber uns aber noch 3 ganze Sterne. Oh Mann, nee, die machen wir nicht. Nee, die machen wir jetzt nicht. Die machen wir später. Das ist mir... Uiuiui, das ist mir zu viel Action. Für einen heutigen Part, so ganz ohne Zuschauer. Nee, das will ich mit Zuschauern machen. Vor allem die roten Münzen. Oh Gott. Aber ihr seht schon... Hier sieht man so die Anfänge von Last Impact. Und da ist Last Impact. Muss man ja doch zugute halten. Hat ein angenehmeres Bowser-Level geschaffen. So, hier waren wir ja schon gewesen. Was ist eigentlich mit dir, du Toad? Haben wir mit dir schon mal gesprochen? I picked your flower. Okay, er will... Achso, mit dem haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Oder war das in der Fail-Aufnahme gewesen? Keine Ahnung. Und, ja. Achso, nur... Huch! Okay, geht wieder. Ja, dann merkt man schon, was wir alles geschafft haben. Stopp! Oh Gott. Jetzt ruckelt's gerade bei mir ein bisschen. Ich weiß nicht, was da im Anmarsch ist. Wir gucken aber nochmal hier in die nächste Welt rein. Ja, genau, Mario, da kommt der Schlüssel rein. Richtig, du hast es erfasst.